Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Channel 21. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Jetzt heißt es CleanMax. Und bei CleanMax werden wir jetzt eine Premiere präsentieren als Angebot des Tages, die es so noch nicht gab. Ab sofort heißt es nie wieder Hemden bügeln. Ja, Sie hören richtig. Das gilt auch für Blusen, T-Shirts, Polohemden. Nie wieder Hemden bügeln. Nicole Frenz ist unsere Expertin. Auch die muss nie wieder Hemden bügeln. Hallo Nicole. Hallo Ralf, ich grüße dich. Hallo liebe Zuschauer zu Hause. Endlich ist wirklich die Innovation ausgebrochen, denn sie machen nur noch das Knöpfchen an, kommen nach 10 Minuten wieder und die Oberteile sind trocken und gebügelt. So, und das hier kennen Sie vielleicht aus den Profi-Reinigungen. Und Profi-Reinigungen trocknen und bügeln Blusen und Hemden und Jacken genau so. Aber diese Geräte kosten 1000 Euro. Nicht so bei uns. Denn diese Innovation von CleanMax gibt es jetzt einen Tag lang reduziert. Hier ist unser Angebot des Tages. Das Angebot des Tages ist unser Bügler. Der Bügler für Hemden und Blusen, für Shirts, Pullover. Und das Ganze trocknet und bügelt schnell und schonend. Heißt, Sie nehmen Ihr T-Shirt, Ihr Hemd, Ihre Bluse nass geschleudert aus der Waschmaschine, legen es ganz einfach über den Hemdenbügler, machen die Knöpfe zu, es gibt noch Gewichte zum Beschweren, schalten das Gerät ein und in 10 Minuten ist ein Oberhemd Herren getrocknet und gebügelt. In 10 Minuten ist es gebügelt und getrocknet. Als Angebot des Tages für 69,87. Da fehlt keine 1 oder 2 davor, das stimmt wirklich. 69,87. Das Angebot des Tages gibt es ab jetzt bis morgen Nacht um 0 Uhr oder solange der Vorrat reicht. Nie wieder Hemden bügeln, das macht der Bügler für Hemden und Blusen. Geeignet für Ihre Hemden, für Blusen, für Shirts, für Pullover in der Größe S bis XXXL. Trocknen und bügeln in nur einem Schritt. Fertig in nur 10 Minuten. Geht für nahezu alle Damen- und Herrengrößen, habe ich ja eben schon mal gesagt. Schonend zur Wäsche, weil in den Reinigungen, die bügeln das ja teilweise platt oder machen da irgendein chemisches Zeug rein. Ist ein selbstständiger Vorgang. Machen Sie in der Zeit einfach was anderes. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie es geht. Wenn Sie dieses Produkt haben möchten, es ist eine absolute Innovation, exklusiv im deutschen Teleshopping. Nur bei uns, das Original von CleanMax. Für 69,87. Wenn irgendwas nicht funktionieren sollte oder nicht so sein sollte, wie wir es hier sagen, schicken Sie es uns zurück. Nie wieder Hemden bügeln. Nicole, das klingt wie ein Traum. Wie wird der Wirklichkeit? Ganz einfach, mit unserem Bügler wird der Wirklichkeit. Und der Traum ist endlich in Erfüllung gegangen. Und das so einfach. Man muss kein Abitur machen, sondern ich zeige Ihnen, wie es geht. So sieht er aus, wenn er nackig ist. Jetzt hat er noch nichts an. Also das ist unser Produkt. Das besteht unten aus dem Gebläse. Richtig. Hier haben wir das Gebläse. Über dem Gebläse ist hier ein ganz spezielles Hightech-Material, was sehr reißfähig ist, sehr wärmeleitend ist und sehr, sehr langlebig. Und also da sind sehr, Löcher sehr drin. Strapazierfähig. Da sind alles ganz, ganz kleine Löcher drin. Und da strömt halt auf schonendste Art und Weise die Warmluft aus und trocknet und glättet meine Oberteile. Also, wir nehmen unsere Wäsche. Sprich... Machen wir das jetzt mal live? Machen wir jetzt live. Jetzt passen Sie auf. Waschmaschine ist zu Ende gelaufen. Richtig. Und wir nehmen die Wäsche, die vom Schleudern her feucht ist. Ne? Die ist noch nass. Genau, die ist einfach ganz normal. Ist das jetzt egal, ob das ein Baumwollhemd, Jeanshemd, Bluse, T-Shirt, Polohemd? Völlig egal. Nehmen Sie aus der Waschmaschine heraus. Dann ziehen Sie die Puppe an. Hier kann ich jetzt... Sie nennen das Puppe, der Bügler ist eine Puppe. Puppe, genau. Wie so eine Schaufensterpuppe. Richtig, genau. Ziehe ich einfach drüber. Ja. So. Natürlich muss ich den Ärmel in den Ärmel packen. Ne? Das heißt, ich gehe hier einfach in den Ärmel rein. Genau. Ziehen den einmal durch. Ziehen den einmal durch. Das ist die meiste Arbeit, einmal das anziehen. Danach können Sie weggehen und brauchen gar nichts mehr tun. So.
Das ist eine Bluse von mir, da ist der Ärmel ein bisschen kleiner. Ja, kein Problem. Das geht beim Hemd natürlich ein bisschen schneller. Aber das geht bei Oberhemden, das geht natürlich bei einem. Einfach unten rausziehen. Einfach unten rausziehen, genau. So, ja. Das machen wir bei der anderen Seite auch nochmal. Übrigens, hinter mir läuft gerade schon das Herrenoberhemd. Das ist, ach guck mal, das ist schon fast trocken. Trocken. Läuft noch keine 10 Minuten. Klasse. So. Also muss ich haben. Muss ich, wenn ich überlege, was ich immer in die Reinigung bringe. Oder wie ich meine Mutter und meine Partnerin quäle, mir immer die Hemden zu bügeln. Oder die Mama, genau. Ja. Ne? Das machen Sie jetzt selber mit dem Hemdenbügler. Jeder kann es. Da muss ich nichts wissen, da muss ich nichts können. Sondern muss hier einfach nur den Ärmel hier durchziehen. Zack, so. Einmal gerade ziehen. Ja. Und jetzt haben wir hier unten so eine Art Zeitschaltuhr. Und das war es jetzt schon? Das war es schon, genau. Das schalte ich an. Jeweils ein leuchtendes Fenster sind 10 Minuten. Der bläst sich jetzt auf hier, ne? Der bläst sich auf, genau. Ist doch nass. So, das strafft sich. So, jetzt strafft sich das. Wenn Sie jetzt merken, ich müsste vielleicht noch ein paar Gewichte haben. Es sind 5 Gewichte. Die sind auch dabei. Die sind mit dabei. Die kann ich unten anhängen. Aber ich muss das nicht. Wenn Sie merken, das hält so, dann kann man es auch lassen. Ne? So. Okay, jetzt würde so halten. Da bräuchte ich sie so nicht. Halten, genau. Und jetzt haben wir eine Bluse. Stopp, wir müssen mal eben gucken. Hier passiert was ganz Spannendes. Ja. Da sehen Sie, wo es schon trocken ist. Trocknet natürlich zuerst, ganz klar. Das sieht man aber gleich nicht mehr. Ne? Das trocknet. Sie sehen gleich, wie das gleichmäßig komplett trocknet. Richtig. Ein Hemd in 10 Minuten getrocknet und gebügelt. Müssen wir aber aufpassen, Ralf. Denn Sie sich übrigens wundern, dass das bei uns ein bisschen größerer Geräuschpegel ist. Wir haben jetzt hier 4 Geräte laufen. Klar, das ist normal. Es hört sich an wie ein leiser Föhn, wenn Sie eins anhaben. Wir haben jetzt hier 4 an. Da ist das halt ein bisschen lauter. Ich habe jetzt gerade die Manschette noch ein bisschen gekramt, weil, wenn Sie das unten raushängen lassen. Ralf ist Feuer und Flamme. Der hat direkt gesagt, Nicole, ich muss einen haben. Der Als hat Sie letzte Woche das Muster ausgepackt haben, bin ich hier rumgelaufen, wie vom Hafer gestochen, habe gesagt, das muss ich haben. Das ist das Beste, Neueste, was ich je gesehen habe. Glauben Sie mir, ich habe in den letzten 16 Jahren viele Premieren bei uns erlebt, auch bei anderen Sendern. Aber das hier, eine Innovation, wie sie besser nicht sein könnte. Nie wieder Hemden bügeln. Nie wieder Hemden bügeln. Das macht alles der Bügler. Für 69,87. Nur jetzt, nur hier und nur solange der Vorrat reicht. Übrigens, ist fast trocken, können Sie jetzt schon anziehen. Ja, also das ist natürlich ein sehr dünnes Material. Das geht innerhalb von Minuten. Was ich Ihnen aber noch sagen möchte, wenn Sie unten den Stoff rausgucken haben, dann haben Sie hier so einen unschönen Knick. Ne? Gefällt mir persönlich nicht, deswegen stopfe ich das einfach hier rein, weil es ist so ein flexibles Material. Und jetzt trocknet auch die Manschette wunderbar gerade, sodass sie dann nicht mehr nachbügeln müssen. Das Hemd wird nicht, das wird nicht weicher, nein, nicht härter, nein, nicht größer, nein, nicht kleiner. Nein. Es bleibt 100% in der Passgenauigkeit. Wir nehmen keine Chemie zur Hilfe. Nie wieder Hemden bügeln. Guck mal hier, die Bluse ist schon fast trocken. Und das hier ist noch eine Schwierigkeit, die ich beim Bügeln fast nicht bewältigt bekomme, wenn, muss man ein bisschen drehen, wenn ich nicht Profi bin. Das heißt hier, solche Sachen, die passieren gar nicht mehr. Die trocknen automatisch in der richtigen Passform. Warum? Weil hier dieses Luftpolster drum ist. Das heißt, es drückt sich keine Tasche durch. Es drückt sich keine Naht durch. Ich muss keine Angst haben, dass ich Glanzstellen mir reinbügel. Oder, Sie kennen das bei Blusen oder bei Hemden, haben wir beim normalen Bügeln immer das Problem, dass wir an den Ärmeln diese Streifen, diese Autobahn haben. Die haben wir natürlich jetzt auch komplett gelöst, weil hier überhaupt nichts mehr sich durchdrücken kann. Was machen wir nach 10 Minuten, wenn zum Beispiel mein Hemd getrocknet ist? Richtig, so. Nach 10 Minuten geht der automatisch aus, wenn ich die Zeit eingestellt habe. Dann sieht man, dann geht natürlich die Luft hier raus. Wollen wir aber auch sehen, ist es wirklich glatt gebügelt? Ja, wenn Sie mir mal einen Holzbügel bitte hinten geben. Ja. Hier hatte ich Gewichte angemacht. 5 Gewichte sind im Lieferumfang mit dabei. So. Das ist trocken. Und gebügelt. Schauen Sie mal. Das mache ich beim Polohemd, beim Oberhemd. Das ist perfekt gebügelt. Schauen Sie sich den Ärmel an. Schauen Sie sich den Ärmel an. Da ist keine falsche Falte drin. Da ist keine Autobahn drin. Das ist perfekt vom Profi. Das kommt direkt aus der Waschmaschine hier drauf. Richtig. Es kommt aus dem Schleudervorgang der Waschmaschine direkt auf die Puppe. Und schauen Sie mal. Absolut genial. Nicht eine Falte drin. Selbst die Manschette. Schauen Sie sich die Manschette an. Die ist perfekt ausgebügelt.
Aber Sie haben nicht selber stundenlang am Bügelbrett gestanden, sondern Sie haben einfach nur das Hemd auf die Puppe gezogen. Sie haben 10 Minuten eingestellt, wenn es jetzt ein ganz dickes Hemd ist. Und Flanellhemd können es auch mal 15 Minuten sein. Und dann jetzt haben wir 10 Minuten vorbei. Es können noch 5 sein, können auch 12 sein. Je nach Materialstärke und Größe des Hemdes. Genau. Und dann kommt es natürlich auch an, haben Sie jetzt mit 800 Umdrehungen geschleudert oder mit 1600 Umdrehungen geschleudert? So, und jetzt ziehen wir natürlich einfach das Hemd unserer, ich sage mal Puppe, ne? Das ist meine Puppe, ziehe ich das einfach aus, zack, und dann hänge ich das auf den Bügel, ordentlich natürlich, weil es ist ja jetzt frisch gebügelt. So, und das nehme ich mir so am nächsten Morgen wieder aus dem Schrank, das ist top gebügelt, das ist sauber, trocken und glatt. Liebe Zuschauer, ein echter Traum, nie wieder Hemden bügeln, nie wieder Blusen bügeln, nichts mehr in den Trockner stecken, sich nicht ärgern über plattgedrückte dunkle Hemden, über glänzend gebügelte Hemden. Das alles macht schonend, schnell und günstig unser Bügler. Und dieser Bügler ist bei uns unser Angebot des Tages. Und das gibt es ab jetzt bis maximal Mittwochnacht um 0 Uhr oder solange der Vorrat reicht, zu bestellen aus Deutschland und Österreich. Jetzt für nur 69,87 unter der 0800 21, dreimal die 3, 21. Bitte, wir haben einen sagenhaften Preis. Sehen Sie uns nach, dass wir volle Leitungen haben. Viele Fragen nach den alternativen Zahlungsmöglichkeiten gibt's. Viele Fragen nach Payback-Punkten gibt's. Viele Fragen nach einem 30-tägigen Rückgaberecht, sollte es nicht funktionieren, gibt es auch. Rufen Sie an, klicken Sie uns an und sagen Sie auch in Zukunft nie wieder Hemden bügeln. Sie bügeln und trocknen ein nasses Hemd, eine nasse Bluse, ein nasses Shirt, eine nasse Jacke in 10 Minuten. Garantiert. Und Geräte, die genau das versprechen, was unseres verspricht, kosten normalerweise, wir gucken ins Internet, Bügelmaschine Tom für Hemden, Bügelautomat, 469 Euro. Genau wie unseres. Dann darunter Hemdenbügler, Bügelpuppe, Hosenbügler, Bügeleisen. 998 Euro. Die nehmen sogar 29 Euro Versand. Dann haben wir hier nochmal einen Hemdenbügler. 1000 Euro. Und da können Sie auch noch mehr für ausgeben. Wir haben als Exklusivpartner von CleanMax Deutschland diese Premiere bekommen. CleanMax Deutschland hat die Erstauslieferung an uns ausgeliefert. Wir haben die Menge in Deutschland. Und wenn Sie es haben wollen, nur jetzt, nur hier als Premiere für 69,87. Und die Einfachheit ist einfach genial. Die Bügelrevolution für Ihr Zuhause ist da. Der Hemden- und Blusenbügler von CleanMax. Bügeln ist lästig, anstrengend und Sie werden damit nie fertig. Sparen Sie sich Ihre kostbare Zeit für Wichtigeres. Der Hemden- und Blusenbügler ersetzt Bügeleisen, Bügelbrett und Trockner und ist geeignet für Hemden, Sweatshirts, Blusen, T-Shirts, Pullover, Poloshirts und sogar für hitzeempfindliche Oberteile. Natürlich passt er für fast alle Größen und ist dabei viel schonender zu Ihrer Kleidung als ein herkömmlicher Wäschetrockner oder ein versehentlich zu heiß eingestelltes Bügeleisen. Der CleanMax Hemden- und Blusenbügler hat immer die richtige Temperatur für Ihre Lieblingskleidungsstücke. Schneller, einfacher, besser. Sie müssen nie wieder Hemden oder Blusen bügeln. Und wenn Sie ihn gerade nicht brauchen, ist der Hemden- und Blusenbügler einfach und schnell abgebaut und platzsparend verstaut. Es ist Zeit für die Bügelrevolution in Ihrem Zuhause mit dem Hemden- und Blusenbügler von CleanMax. Ab sofort Waschmaschine auf, Blusen, Hemden, T-Shirts raus, auf den Bügler, anschalten, trocknen und bügeln in einem Arbeitsgang. Nie wieder Hemden bügeln. Heute als Angebot des Tages für 69,87. Nicole, wie funktioniert's?
einfach das Hemd wie bei einer Schaufensterpuppe sozusagen anziehen. Die Ärmel natürlich hier durchziehen, das ist wichtig, damit die auch wunderbar sich aufblähen. Auf beiden Seiten. Ich gehe mal gerade rum. Zack. Ich greife den immer hier so ein bisschen in den Ärmel rein. Der Bügler steht hier ja wie so ein Bügel, ein Kleiderbügel. Ja. Darunter ist dieses Spezialmaterial und von unten kommt das Gebläse mit der warmen Luft. Richtig. Das Spezialmaterial, wird das aufgehitzt, ist das quasi ein Bügeleisen von innen, ne? Richtig, genau. Das Material heizt sich auf. Unten haben wir natürlich die Dampfaustrittslöcher, die verteilt sind über das ganze Material, sodass wir zwei Effekte haben. Einmal das Trocknen und einmal das Glätten. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist, und das ist wirklich die meiste Arbeit, das, was ich jetzt mache, die Puppe anziehen. Das heißt, wir ziehen das Hemd an, wir knöpfen das zu, wir schauen, dass das alles... Das macht man doch gerne. Das ist doch, ich meine, Sie müssen es ja sowieso danach irgendwie aufhängen. So. Einschalten, dann bläst sich das auf und dann zuppel ich das mal einmal zurecht. Ne? Ist das jetzt haben Sie vielleicht eine Größe M, ich habe eine Größe XL, das jetzt ist eine Größe XXL, mein Bruder hat L, mein Sohn hat M. Ja. Also jeder hat ja eine andere Größe. Ja, jeder hat andere Größen. Warte, ich zieh's mal rüber. Upp, da geht's schon los. Es fängt sofort an zu trocknen. Das trocknet direkt. Ja, aber keine Angst, das bleiben natürlich keine Flecken. Nur das ist da, wo die Austrittslöcher sind, da trocknet es natürlich zuerst. Ne? Das passt sich der Größe individuell an? Das passt sich der Größe an, richtig. Und das ist ja das Tolle. Ne? Wir haben sogar zusätzlich, das zeige ich gleich an einer anderen Puppe, eine Möglichkeit noch, wenn Sie jetzt einen reiner Kallmund, ich gehe mal rüber, einen reiner Kallmund XXL haben. Ne? Alles, was wir hier trocknen, haben wir nass aus der Maschine genommen. Richtig. Das ist natürlich jetzt auch trocken schon. Das ist jetzt ein ganz normaler Tunika von mir. Sie sehen, auch das geht. Und auch hier, selbst wenn da so kleine Zipfelchen drin sind, wenn da Kellerfalten drin sind oder. Sie machen es einfach aus. So, dann warten Sie, bis die Luft rausgeht. Und Sie sehen, das ist glatt, das ist trocken. Ne? Hier haben wir zum Beispiel ganz empfindliche Teilchen dabei. Wenn Sie hier mit einer heißen Bügeleisensohle zum Beispiel drüber gehen würden, dann wird es verbrennen. Das geht bei einer Baumwolle, das geht bei einem Polyesteranteil, das geht aber auch mit Elastan, oder? Geht mit allem. Das ist also auch mein Imagini-Pullover, den ich ja eigentlich nicht bügeln soll. Macht nichts. Und auch im Wäschetrockner soll das ja alles nicht. Richtig. Das kann ich alles... So, einmal ausziehen, unsere Puppe. Ja. Und? Bügel bitte, Herr Kühler. Gerne. Wir wollen ja unsere frisch gebügelte Wäsche auch wunderbar aufhängen. Ne? So, wieder. Zeit gespart, Nerven gespart, egal was Sie haben sollen. Jetzt zeige ich Ihnen hier an der Seite. Ist das eine Arbeitserleichterung? Ist das praktisch? Hier an der Seite befindet sich ein Reißverschluss. Wenn ich jetzt wirklich ein XXL reiner Kallmundhemd habe, kann ja passieren. Ne? So, dann öffnen Sie einfach den Reißverschluss, indem Sie den runterziehen. Und dann haben Sie hier nochmal diese ganze Fläche dazu gewonnen. Das ist absolut genial. Komm, wir machen das mal. Ich habe hier so eine riesen... Mach das auch mal an der Seite. Genau. So, haben wir jetzt mal gemacht. So, ich muss mal eben gucken. Ich habe hier so eine riesen XXXL Damenbluse. Ja, so. Jetzt ist die nicht ganz nass. Nee. Aber können egal. Können wir die trotzdem auffrischen? Wir können natürlich, indem wir, danke Ralf, einfach reingreifen, den Ärmel hochnehmen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie nehmen die Bluse aus dem Schrank und die ist aus irgendeinem Grund wieder knitterig, dann können Sie die auch trocken da drauf packen. Ja, das ist eine große. So. Und dann sprühen Sie die einfach mit ein bisschen Wasser feucht. Ich mach mal an, damit Sie das sehen. Ich darf sie jetzt auch feucht machen? Ja. So. Moment, das heißt auch Umstandsmode geht. Guck mal. Oder guck mal. Übergrößen geht. Und hier ein leichtes Material. Pack mal hier die Gewichte dran. Ach, brauchen wir gar nicht. So, guck mal. Und selbst hier, das ist eine ganz wichtige Partie hier oben. Die hat nämlich noch Puffärmelchen. Und das auszubügeln... Aber jetzt ist sie ja trocken. ...ist eine Strafarbeit. Ja, ich mach's jetzt feucht. Aber Sie sehen, wie toll sich das Material hier jeder Form anpasst. So, jetzt kann ich hier... Natürlich, indem ich einfach ein bisschen feucht mache... Ne? Und Sie sehen, es geht hier sofort los mit dem Trockenvorgang. Das heißt, wenn Sie eine trockene Bluse haben, nehmen Sie sich einfach aus der Blumenspritze, dann sprühen Sie das einfach ein bisschen nass und dann kann das Material sich ganz hervorragend natürlich hier mit der Feuchtigkeit legen. Das ist absolut genial. Ich nehme das so
und stelle mir das dahin, wo ich es brauche. Genau. Einfach hinstellen, laufen lassen, fertig. Ist es realistisch, dass ein Herrenoberhemd in der Größe XL in 10 Minuten trocken ist? Wir haben eben dieses rote Hemd. Gucken wir mal eben. Das ist noch keine 10 Minuten her. An die Puppe gemacht. Und ich finde, gerade bei Rot sieht man das immer sehr gut. Das ist nahezu trocken. Das ist noch ein oder zwei Stellen, wo noch... Oh, guck mal. Das ist schon fast trocken. Und schauen Sie, wie glatt das ist. Das ist absolut genial. Hier. Das ist trocken. Das ist trocken. Da könnte ich jetzt schon das nächste quasi wieder aufziehen. Das ist glatt und trocken. Absolut genial. Liebe Zuschauer, wenn Sie sagen, das ist ja unglaublich. Also das lassen wir noch ein paar Minuten drauf, ne? Damit auch wir können es auch abmachen. Also es ist eigentlich trocken. Die vorne ist ja noch nicht ganz. Stimmt. Lass uns noch ein paar Minuten. Wollen ja realistisch und ehrlich bleiben. Liebe Zuschauer, eins kann ich Ihnen ganz ehrlich bestätigen. Sie müssen nie wieder Hemden bügeln. Ich ziehe ja im Moment auch, ich ziehe ein Polohemd oder ein Hemd an, wenn ich in den Sender fahre. Hier im Sender ziehe ich mir auch immer ein frisches Hemd an. Das heißt ergo, ich habe jeden Tag zwei Oberteile. Die müssen gebügelt werden, die müssen gewaschen werden und getrocknet werden. Waschen, das macht die Waschmaschine. Und bügeln und trocknen, das macht das Angebot des Tages. Bei allen Größen, bei allen Farben, bei allen Materialien. Rufen Sie jetzt an. Eine echte Arbeitserleichterung, ein Traum wird jetzt Wirklichkeit, denn Sie müssen nie wieder bügeln. Das gilt für Hemden, für Blusen, für T-Shirts. Und wie oft sagt mein Sohn, Papa, kannst du dann mal eben in die Waschmaschine schmeißen, aber ich muss das heute Abend noch anziehen, ich bin mit den Jungs verabredet. Meine Tochter kauft sich was Neues, sagt, Papa, das würde ich gerne morgen früh in der Schule anziehen, aber natürlich muss das frisch gewaschen sein. Und da muss es auch getrocknet und gebügelt sein. All das macht unser Angebot des Tages. Das Angebot des Tages können Sie jetzt bestellen, nur noch solange der Vorrat reicht, für 69,87 Euro. Ich sage das mit dem, solange der Vorrat reicht, denn diese Sendung, die Sie gerade sehen, wird in der Nacht zum morgigen Tag wiederholt. Und zu viel Bestand haben wir dann auch nicht. Wir haben die Erstauslieferung von CleanMax Deutschland bekommen. Da sind wir echt stolz, weil das ist ein Artikel, da können Sie im Internet locker 1.000 Euro für ausgeben. Ein Hemdenbügler gab es so noch nie, jetzt als Premiere, aber sehen Sie selbst. Ab sofort lassen Sie bügeln. Mit dem Hemden- und Blusenbügler von CleanMax. Einfacher geht's nicht. Aktivieren Sie den Hemden- und Blusenbügler einfach mit dem Timer. Von da macht er die ganze Arbeit für Sie. Ein warmer Luftstrom wird von innen durch das Hemd geführt und trocknet und glättet es schonend und schnell. Nach durchschnittlich 10 Minuten ist das Hemd trocken, glatt, fertig gebügelt und bereit zum Anziehen oder für den Kleiderbügel. Bügeln wie ein Profi mit dem Hemden- und Blusenbügler von CleanMax. Finde ich klasse. Finde ich so klasse. Hier sehen Sie auch nochmal an den Pfeilen, wie das funktioniert. Also unten in diesem Gerät, wo CleanMax draufsteht, wird die Hitze entwickelt. Die Hitze steigt nach oben. Ein besonderes Material erhitzt die Baumwolle oder das Material, was zu trocknen ist. Da sind Löcher drin. Und dieses Material ist in der Lage, durch die Aufheizung durch die Hitze das Material des Shirts, des Hemdes zu trocknen und zu bügeln in einem Arbeitsgang. Der Preis 69,87 Euro. Wir steuern die 400. Bestellung an. Ich hoffe, das reicht bis morgen Abend. Das ist ein echtes Highlight. Unser Bügler als Premiere. Und auch da sagen Sie, nie wieder Hemden bügeln. Wenn Sie jeden Tag ein Oberteil brauchen, und das sollte gebügelt sein, Ihre Bluse, Ihre Businessbluse, Ihr Businesshemd, Ihr normales Freizeithemd, Ihr Hawaii-Hemd, Ihre, ja, wenn Sie sagen, Ihr T-Shirt, Ihr Polohemd, alles kann hier drin getrocknet werden. Wenn Sie ein dünnes Material haben, haben wir sogar noch diese Beschwerer mit dabei, damit Sie noch besseres und schnelleres Ergebnis erzielen. Und wir gucken noch mal schnell auf die zusammenfassende Tafel. Da steht nämlich auch drauf, ein Oberhemd ist in 10 Minuten trocken. Sie nehmen die Ware, die Sie zu trocknen und bügeln gedenken, aus der Waschmaschine raus. Der Bügler ist für Hemden und Blusen geeignet. Für Blusen, T-Shirts, Shirts, Pullover, aber auch Jacken. Trocknen und bügeln in einem Schritt. Fertig in 10 Minuten. Für nahezu alle Damen- und Herrengrößen geeignet, also nahezu alle Oberteile. Schonend zur Wäsche
Also schwarzes bleibt schwarz, es wird nicht glänzend gebügelt oder ähnlich. Es geht auch für Flanell, es geht für Baumwolle, es geht für Elastan, für alle feinen Materialien. Ein selbstständiger Vorgang. Machen Sie in der Zeit einfach was anderes. Rufen Sie jetzt an 0800 21, 3x die 3, 21. Aber Achtung, unser Angebot des Tages gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Schicken wir ihn nach Deutschland und Österreich in den nächsten Tagen. Fertig! Fertig, richtig. Das ist die Bluse, die wir eben erst auf unsere Puppe, auf unseren Bügler aufgezogen haben. Und Sie sehen, ich zeige Ihnen gleich das Schwierigste, nämlich den Ärmel. Es sind keine Falten drin, es sind keine Autobahnen hier. Selbst die Manschette ist schon fertig. Das heißt, was Sie jetzt machen, nach 10 Minuten geht der Bügler automatisch aus. Oder wenn Sie merken, es ist eher trocken, machen Sie ihn einfach aus. Das ist jetzt ein bisschen Geräuschbelästigung, weil wir jetzt 4 Maschinen gleichzeitig laufen haben. Bei Ihnen läuft nur eine, das heißt, da ist es natürlich nicht so laut. Das ist das Geräusch eines Föhns auf mittlerer Stufe. Richtig. So, und dann packen wir hier unser Hemd quasi runter von der Puppe. Ärmel wieder raus. Ich hatte mir schon einen Bügel hingelegt, so zuvorkommen, wie ja, ich bin. Prima. So. Helfe ich doch gerne. Packen das auf den Bügel. So, und dann ist das Schrank fertig. Schauen Sie sich das an. Das ist perfekt gebügelt. Hier sind keine falschen Falten drin. Hier sind keine Glanzstellen drauf. Hier ist einfach nichts gemacht worden, außer der Bügler, die Falten raus und getrocknet. Ich finde das auch, ich mag ja gerne mal dunkelblau oder schwarz. Und wie oft sind die Sachen dann glänzend gebügelt? Das passiert jetzt hier nicht mehr. Wir wollen jetzt mal ein T-Shirt drauf machen. Richtig. Auch das funktioniert. Auch das funktioniert super. Ich hatte gestern erst wieder ein Erlebnis. Mein Sohn hat gestern also ein Erlebnis. Ich hatte ein Erlebnis. Mein Sohn will unbedingt ein ganz spezielles T-Shirt haben. Mama, wo ist das T-Shirt? Da habe ich gesagt, Schatz, tut mir leid, das ist noch in der Waschmaschine, das ist noch nicht trocken. So. Moment, der Bügler. So, jetzt pass komplett mal auf. Rausziehen? Komplett rausziehen, genau. Ja. Aber ich zeige Ihnen was. Ja? Einfach anschalten. Das war schon, also T-Shirt geht besonders schnell, einfach anschalten, richtig. Jetzt plustert sich das auf. So, und es passiert beim Moment, T-Shirt. Moment, das ist aber jetzt noch nass, das ist ja jetzt nur geschleudert. Ja, natürlich, deswegen hängen wir es ja auf, damit es getrocknet und gebügelt ist. Was beim T-Shirt ist, wenn Sie den Ärmel jetzt so lassen, dann zieht sich hier leider das Ende vom Ärmel ein bisschen hoch. Deswegen Trick 17. Sie kriegen ja 5 von den Beschwerern. So, dann nehmen Sie sich einen von beim T-Shirt und machen hier einfach eine Sperre rein, sodass es hier wunderbar gerade trocknet. Sehen Sie? Ah. Dann haben Sie auch hier kein Problem mehr. Das heißt, also es ist Klimax wirklich denkt ja für wirklich alle, an alles. Ja, genau. Zeige ich schon nochmal beim anderen Ärmel. Sehen Sie, wenn Sie das nicht machen würden, dann wird sich das hier oben so ein bisschen trocken kräuseln. Ist nicht so schön. Deswegen nehme ich mir das. Und Sie sehen, Sie müssen auch keine Angst haben. Das ist nicht heiß. Ja, das ist ein tolles Material. Es ist warm, ja, aber Sie sehen, ich kann das gut packen. Nehme hier wieder einen von den Clip, ziehe das hier grad. So, und jetzt werden Sie sehen, dieses T-Shirt braucht noch nicht mal 10 Minuten zum Trocknen. Wir gucken schnell auf unser rotes Oberhemd. Bügel. Was haben wir gemacht? Das war nass. Das haben wir nass und ungebügelt auf unseren Bügler gegeben. Richtig. Ja, und dann? Und dann einfach 10 Minuten angeschaltet. Ich habe hier noch 2 Gewichte dran gehängt. 5 von den Gewichten sind im Lieferumfang mit dabei. So Beschwerer sind das, ganz, ganz schonend. So, und dann knöpfe ich hier das Hemd wieder auf. Und dann ist das fertig. Dann ist das glatt, dann ist das trocken. Es ist gebügelt, es ist frisch und Sie haben nichts gemacht. Sie haben vielleicht eine Tasse Kaffee getrunken zwischenzeitlich oder haben vielleicht was anderes gemacht im Haushalt. Aber was Sie nicht mehr gemacht haben, ist am Bügelbrett gestanden und sich geärgert, weil gerade Hemden, Oberteile, die Ärmel, Sie wissen selber, das ist ein Albtraum, sowas zu bügeln. Einfach so weghängen, fertig. Also, ich nehme es aus der Waschmaschine, häng's drauf, in der Zeit gehe ich bügeln. Gehe ich duschen? Nee, bitte nicht bügeln. Das Hemd wird automatisch gebügelt. Ich komme aus der Dusche und mein Hemd ist fertig. So. Als nächstes eine Bluse. Oder? Das ist ein Herrenhemd. Das ist von meinem Mann das Sommerhemd. Auch wenn es pink ist. Moment, das. Ihre Mann. Ja, okay. Ja, guck mal. Und das ist jetzt wirklich. Das kommt so aus der Schleuder. Sie sehen, es ist ganz knitterig und es ist auch richtig schön feucht. Ne? Und auch hier muss ich das feucht sein? Also wenn's, ja, es muss schon feucht sein, wenn es gebügelt sein soll. Und deswegen entweder nehme ich es aus der Waschmaschine feucht raus oder ich nehme eine Blumenspritze und sprenkel mein trockenes Teil einfach nochmal an. Wo ist denn mein Ärmel? Also die Ärmel kommen durch. So. Dann knöpfen wir das Ganze zu. Moment, ich gebe darf Ihnen da mal helfen? Gerne, dann sind wir was flotter, wa? Ja, dann auch die Kerle das können. So. Natürlich, auch wenn das Hemd rosa ist, ne?
Ja, ich hab auch rosa Hemd. Also das Material spielt keine Rolle, ne? Nein, das Material spielt keine Rolle. Ich meine, dass natürlich ein synthetisches Hemd schneller trocken ist wie ein Baumwollhemd. Das brauche ich dir nicht zu sagen. Aber wir sagen so 10 Minuten. 10 Minuten so kann man Durchschnitt sagen. Sie haben gesehen, die Bluse war eben unter 10 Minuten trocken. Wenn Sie jetzt ein dickes Flanellhemd haben, sogar dann ist das schon mal gehen. Klasse. Über 10 Minuten. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. So, und jetzt ziehe ich das nur noch einmal. Und auch hier gilt das Gleiche. Wenn Sie kurzärmelige Hemden haben. Moment, ich will das lernen. Na, da brauchen Sie gar nichts lernen. Da kann man instinktiv, macht man das richtig. So. Hier noch einmal ziehen. So. Und hier würde ich jetzt, damit die Knopfleiste sich nicht zieht. Moment, ich muss mal gerade, ja, oder so. Ein Gewicht hier unten anhängen. So. So, klar, jetzt ist es noch faltig, es ist noch nass. Jetzt zieht sich das glatt. Und das wird aufgepumpt von innen. Das ist ein XL-Hemd übrigens. Ja. Ne? Und trocknet und geglättet in einem Arbeitsgang. Richtig. So, ja, liebe Zuschauer, vorbei. Wenn Sie sagen, ich möchte so einen Bügler haben, wenn ach, die... Guck mal. Ist auch gleich trocken, ne? Schon fast fertig. Sobald die Wäsche aus der Waschmaschine kommt, geht's los. Waschmaschine auf, Hemd drüber, Polohemd drüber. Wenn Sie sagen, jetzt habe ich aber 4, 5 Hemden, lassen Sie die ruhig im Moment noch drin liegen. Die trocknen ja nicht so schnell. Dann kann Sie jedes Hemd 10 Minuten. Danach hängen Sie es auf den Bügel und es ist tipptopp. Und Sie werden begeistert sein, wie das funktioniert. Rufen Sie jetzt an, unser Angebot des Tages ist der Bügler für Hemden und T-Shirts, Polohemden, Blusen. Und wenn Sie da mal im Internet gucken, weil kennen tun Sie solche Produkte. Die gab es bisher nur für die Profis. Da geben Sie aber schnell ab 500 Euro aufwärts aus. Gucken wir uns mal an. Da sehen wir das nämlich. Da kostet eine Bügelmaschine für Hemden 469 Euro. Sieht ja genauso aus wie unsere vom Prinzip. Ist ja auch so. Dann haben wir da drunter einen Hemdenbügler, da ist jetzt ein Polohemd drauf. Geht bei uns genauso. 998 Euro. Boah, die nehmen aber Versandkosten. Wir nehmen nur 5,95. Ja, 7,95 nach Österreich. Dann haben wir hier einen Hemdenbügler für 998. Dann haben wir da nochmal einen. Also wir reden hier über 1.000 Euro. 1.000 Euro kostet ein Hemdenbügler. Und wir können den in einer hervorragenden Qualität anbieten. Für 69,87 Euro nie wieder Hemden bügeln. Nie wieder Blusen bügeln, nie wieder Shirts bügeln, nie wieder Pullover in die Reinigung bringen. Sie waschen alles selber und danach trocknen und bügeln in einem Arbeitsgang mit dem Bügler. Rufen Sie an. Das Angebot des Tages gibt es nur jetzt, nur hier und nur solange der Vorrat reicht, zu bestellen aus Deutschland und Österreich. Payback-Punkte gibt es auch. Auf der Startseite finden Sie es auch direkt unter www.channel21.de. Mensch, ist das eine Arbeitserleichterung. Die Bügelrevolution für Ihr Zuhause ist da. Der Hemden- und Blusenbügler von CleanMax. Bügeln ist lästig, anstrengend und Sie werden damit nie fertig. Sparen Sie sich Ihre kostbare Zeit für Wichtigeres. Der Hemden- und Blusenbügler ersetzt Bügeleisen, Bügelbrett und Trockner und ist geeignet für Hemden, Sweatshirts, Blusen, T-Shirts, Pullover, Poloshirts und sogar für hitzeempfindliche Oberteile. Natürlich passt er für fast alle Größen und ist dabei viel schonender zu Ihrer Kleidung als ein herkömmlicher Wäschetrockner oder ein versehentlich zu heiß eingestelltes Bügeleisen. Der CleanMax Hemden- und Blusenbügler hat immer die richtige Temperatur für Ihre Lieblingskleidungsstücke. Schneller! Einfacher, besser. Sie müssen nie wieder Hemden oder Blusen bügeln. Und wenn Sie ihn gerade nicht brauchen, ist der Hemden- und Blusenbügler einfach und schnell abgebaut und platzsparend verstaut. Es ist Zeit für die Bügelrevolution in Ihrem Zuhause mit dem Hemden- und Blusenbügler von CleanMax. Sensationell. Nie wieder Hemden bügeln, das macht der Bügler für Sie. Kleine Größen, Größen. Sagen Sie mal, kann das wirklich alles vom meinem Nachwuchs, die T-Shirts, mein Sohn hat Größe M? Alles, was Oberbekleidung ist. Es kann alles, was Oberbekleidung ist. Immer Teenie-Pullover. Weil die Puppe ja flexibel ist. Schauen Sie mal, das wäre jetzt hier zum Beispiel eine XS. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja ganz flexibel. Und hier
kann man aber bis zur XXXL kann man das aufblasen sozusagen. Der passt sich an. Das ist ja dieses flexible Material. Übrigens, die Bluse ist schon wieder trocken. Jetzt schalte ich hier nochmal manuell aus. Mache hier meine Gewichte. Also endlich werden mir meine Hemden nicht mehr durch den Trockner zerstört und durchs Bügeleisen. Richtig. Weil es ist ja die schonende Behandlung auch hier, ne? Ganz genau. Sehr, sehr schonend auf jeden Fall. Es wird nichts gepresst. Ich kann keine falsche Temperatur einstellen. Ich kann nichts verbrennen. Ich kann nichts versengen. Und das Allerbeste, Ralf, ich brauche ja nichts selber machen. Ne? Ich ziehe einfach nur meine Puppe an, meinen Bügler. Machen, ne? So. Und dieses Hemd zu bügeln, wenn Sie sich das jetzt mal auf dem Bügel anschauen. Wir haben hier die Schwierigkeit, zum Beispiel, weil dieses Netz ist mit der Temperatur und dann mit dem Bügeleisen hier Falte für Falte nachziehen. Das ist eine Strafarbeit. So ziehen Sie es auf den Bügler, schalten, bei dem hat es gerade mal 8 Minuten gedauert, schalten Sie es ein und fertig. Es geht schnell, es geht einfach, es ist materialschonend und heute auch besonders geldbeutelschonend. Die Reinigung nimmt viel Geld und da werden Ihre Sachen schon ganz schön zur Leidenschaft, mit Leidenschaft gezogen. Sie zu Hause haben keine Lust, die ganze Zeit zu investieren. Investieren Sie einmalig das kleine Geld von 69,87 und haben Sie Ruhe. Normalerweise kosten solche Hemdenbügler bis zu 1.000 Euro. Heute unter 70 Euro. Und meine Herren, wenn wir auch zu Hause Partnerinnen haben, die uns gerne mal ein Hemd bügeln, wir müssen das natürlich selber auch können. Aber das ist doch eine Idee, oder? Für ein Polohemd, für ein T-Shirt. Für eine Bluse, für eine Buddybluse, für Jacken, Strickjacken, Winterjacken, Kapuzen, Hoodies. Die Hoodies gehen auch. Es geht alles, das ist absolut genial. Hier habe ich mal so eine Strickjacke von meinem Mann, ne, mal eben schnell trocken gemacht. Selbst die dicke Wollstrickjacke hier dauert nur 10 Minuten. Und wie schön die ist, ne? Einfach drauf und fertig. Hier mache ich einfach wieder aus, zack, Reißverschluss aufmachen, so, und dann einfach hier drüber wegziehen und die ist jetzt trocken, die ist frisch, die ist glatt, die ist einfach fix und fertig. Und vor allen Dingen ist die aufgepludert, die ist nicht so platt gedrückt vom Bügeleisen. Richtig, ne? Genau. So, jetzt habe ich hier... Die riecht doch ganz frisch. Ja. Die ist ganz frisch. Ist ja auch frisch gewaschen. So, hier haben wir eine Winterjacke. Auch das geht. Das heißt, Moment, das ist doch so Daunen, ne? Ja. Och, Downy werden besonders schön, die Downjacken. Und vielleicht brauchen Sie Ihre Downjacke ja auch mal schnell. Ne? Gut, da geht es jetzt weniger ums Glattmachen. Die muss ich jetzt nicht mehr in die Reinigung geben? Nein, die kann ich selber waschen. Die wasche ich im Schonwaschgang meinetwegen? Genau, leicht anschleudern. Und das ist jetzt zum Beispiel was, zack, dass Sie vielleicht die Downjacke, die ist natürlich in 10 Minuten nicht trocken, die braucht auch schon mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten, je nachdem, wie dick ja, die Downen sind. Kann ich ja im Badezimmer auch mal abends laufen lassen, wenn ich im Wohnzimmer bin so lange? Ich habe im Keller meinen Waschraum, da habe ich den stehen. So, einfach den Ärmel nochmal hier durchziehen. Wo ist denn hier das andere Ende? Zack, 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 zack. So. Und dann machen wir, wichtig ist, dass Sie bitte die Kleidungsstücke natürlich alle vorne schließen. Ob ist das da eine Anleitung mit dabei? Ja, ist dabei, aber braucht man noch nicht. Guck mal, erklärt sie schon selber. So. Bitte Geduld in den Leitungen. Gehen Sie auch ins Internet, channel21.de. Da finden Sie dieses Produkt direkt auf der Startseite. So. Denn es ist unser Angebot des Tages, der Bügler. Und jetzt hier wieder anschalten. Und je Feld 10 Minuten. Das heißt, 10, 20 Minuten habe ich jetzt eingestellt. Das plustert sich jetzt hier auf. Und die Daunenjacke oder egal was das für eine Jacke ist, die wird auf schonendste Art und Weise hier getrocknet. Hier den Rest, den Überschuss, den packe ich hier wieder rein. Warum? Weil es einfach schöner ist, wenn das ausgefüllt ist. Es ist ja nicht heiß, Sie können sich nicht verbrennen. Und Sie sehen, das wird hier optimal auch an den Manschetten getrocknet. Dasselbe auch nochmal von der anderen Seite. Dann haben Sie da keine Knicke drin, keine Falten. So, fertig. Und die lassen wir jetzt mal. Und apropos auch die fertig, Jacken gehen. Ja? T-Shirt fertig, Hemd fast fertig, Knopfleiste noch nicht ganz. Ist noch nicht ganz? Hemd ist trocken, aber Knopfleiste hier noch nicht. Ach so, okay. Aber das kann ich mal abmachen. Alles klar. Also ausschalten. Dann einfach runter. Die Ärmel rausziehen, das habe ich gelernt. So. Machen Sie doch erstmal aus dem Ärmel die Klemme raus. Ach so, ja genau. So. Hätte ich auch machen können. Ja, kein Problem. So. Und dann einfach nach oben wegziehen. Genau, ich gebe Ihnen Bügel. Wie toll, ne? Das würde ich jetzt zusammenlegen und direkt meinem Sohn wieder auf den Tisch.
Ja, ich komme zu Hause gar nicht zum Zusammenlegen. Das wird mir schon aus der Hand gerissen und gleich wieder über den Kopf angezogen. Ne? Aber schau mal, das Ergebnis. Schauen Sie mal, da ist keine Falte mehr drin. Muss mal ganz nah kommen, dann sieht man, dass da keine Knitterfalten mehr sind. Das ist glatt. Mein Mann wird jetzt sagen, glatt wie ein Kinderpopo. Hat er recht. Ihr Mann hat Ahnung. So. Also, das macht natürlich Spaß. Jetzt machen wir hier noch die Klemme raus. Diese Klemmen sind dabei. Fünf Klemmen sind dabei. Einmal für die kurzen Arme oder für die Beschwerung, wie hier bei unserem Hemd, dass es glatt zieht vorne an der Leiste. So, jetzt machen Sie mal ein Hemdchen von mir. Das ist auch immer so ein Fall gewesen. Da habe ich mich immer gesträubt. Und ich kann eigentlich ganz gut bügeln. Aber das ist ein Hemd, das ist furchtbar mit dem Bügeleisen, das zu machen. So, Sie gehen auf die linke Seite, ich mache die rechte. Einfach mal reingehen. Hier sind mal das Händchen. So, zack. Erster Ärmel. So. Am besten von unten rein. Und dann reingreifen. So, da sind wir. Das ist die einzige Schwierigkeit, den Ärmel durch den Ärmel zu fädeln. Aber so schwierig ist das nicht. Nein. So, jetzt habe ich das da drauf. Das ist jetzt ein sehr feines Material. Das ist ein Baumwollhemd. Das ist Naturbaumwolle. Ne? Also eine Bluse vielmehr. Aber die hat echt Horrorsachen zu bügeln. Die hat hier ganz viele Falten. Das ist ein ganz schlimmes Material zu bügeln. Jetzt einfach einschalten. So. Zack, 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 zack. Wahnsinn. So, und jetzt? Das ist ein leichteres Material. Da packe ich hier wieder meine Gewichte ran. Darauf achten, dass Sie die Gewichte auch glatt machen, also gerade dran machen. Keine falschen Falten reinziehen. Zack. So. Und guck mal, diese ganzen schwierigen Partien, wo ich sonst wirklich einen Anfall kriege beim Bügeln, das wird jetzt. Und guck mal, hier geht's schon los. Hier geht's schon wieder los. Dunkellila war es, weil es nass ist. Fängt jetzt sofort an zu trocknen. Wahnsinn. So, jetzt gucken wir mal auf unser Herrenoberhemd. Das ist nämlich jetzt sogar der Kragen ist trocken. Natürlich. Trocken. Trocken und glatt. Da ist keine einzige Falte mehr drin. Das ist richtig schön gestrafft und gestärkt, dieses Material. Ne? Ja. So, ausschalten. Das haben wir nass da drauf gegeben. Wenn Sie natürlich von vornherein nur 10 Minuten einschalten, sprich einen Balken, dann geht das automatisch auch aus. Da brauchen Sie also gar nicht in der Nähe bleiben, sondern das bleibt dann aus und dann kann das ruhig auch noch ein bisschen darauf hängen bleiben. Das stört nicht. Ne? So, jetzt haben wir immer, wir machen alles nass. Wir holen nass die Wäsche aus der Waschmaschine, geben nasse Hemden, Blusen, Oberteile auf den Bügler. Der Bügler ist für Hemden und Blusen, für Shirts, Pullover, Jacken geeignet. Er trocknet und bügelt schnell und schonend in wenigen Minuten. Ja? Und das war jetzt wirklich schnell fertig. Und schon können wir es wieder anziehen. Richtig, oder? Oh, ich habe keine Bügel mehr. Nee, ich habe keine Bügel mehr. Dann nehmen wir einen neuen. Liebe Zuschauer, wenn Sie sagen, das ist eine Sensation und Sie wissen, bei Channel 21 gibt es immer Angebote des Tages, die was ganz Besonderes sind. Dieses Angebot des Tages ist der Bügler. Wir wenden uns hier an Sie, die Sie jeden Tag ein T-Shirt anziehen, ein Oberteil anziehen, wie zum Beispiel eine Bluse oder ein Polohemd. Oder ein Herrenoberhemd mit Button-Down, mit Haifischkragen, ganz egal. Ein Anzughemd, ein Freizeithemd, immer Genie-Pullover. Egal welches Material und egal welche Größe, alles funktioniert. Und normalerweise müssten Sie hier für viel, viel Geld ausgeben. Bei uns als Angebot des Tages nur 69,87. Rufen Sie jetzt an aus Deutschland und Österreich. Wählen Sie gebührenfrei die 0800 21, 3x die 3, 21. Sind Sie direkt bei uns in der Bestellannahme. Fragen bitte nach der Möglichkeit, Payback-Punkte zu sammeln. Alternative Zahlungsmöglichkeiten gibt es auch. Und Sie haben kein Risiko. In 3 Tagen ist der Bügler bei Ihnen. Sollte irgendetwas nicht so funktionieren, wie wir es hier sagen, bitte wieder einpacken und zurückschicken. Sie haben kein Risiko. Weil wir haben den günstigsten Preis am Markt mit 69,87. Sehen Sie selbst. Da gucken wir nämlich mal rein ins Internet. Und Sie können das jetzt auch live selber im Internet nachgucken. Die kosten teilweise 469 Euro, 998 Euro. Also über 1000 Euro mit Versandkosten. Rufen Sie an oder klicken Sie uns an. Die Artikelnummer ist die 9902138. Ja, und so funktioniert er. Sie holen die Wäsche aus der Waschmaschine raus. Die ist ja dann gerade mal angeschleudert. Dann geben Sie sie auf den Bügler drauf. Also nass, die dürfen ruhig nass sein. Die müssen sogar nass sein. Dann kommt von unten in diesem Tuchmaterial kommt ein Windstrom und der verteilt sich
in unserem Bügelgut, also in dem Hemd, in der Bluse, in dem Shirt, in dem Pullover und ähnliches. Und in 10 Minuten ist das Hemd getrocknet und gebügelt. Nie wieder Hemden bügeln. Die Bügelrevolution für Ihr Zuhause ist da. Der Hemden- und Blusenbügler von CleanMax. Bügeln ist lästig, anstrengend und Sie werden damit nie fertig. Sparen Sie sich Ihre kostbare Zeit für Wichtigeres. Der Hemden- und Blusenbügler ersetzt Bügeleisen, Bügelbrett und Trockner und ist geeignet für Hemden, Sweatshirts, Blusen, T-Shirts, Pullover, Poloshirts und sogar für hitzeempfindliche Oberteile. Natürlich passt er für fast alle Größen und ist dabei viel schonender zu Ihrer Kleidung als ein herkömmlicher Wäschetrockner oder ein versehentlich zu heiß eingestelltes Bügeleisen. Der CleanMax Hemden- und Blusenbügler hat immer die richtige Temperatur für Ihre Lieblingskleidungsstücke. Schneller, einfacher, besser. Sie müssen nie wieder Hemden oder Blusen bügeln. Und wenn Sie ihn gerade nicht brauchen, ist der Hemden- und Blusenbügler einfach und schnell abgebaut und platzsparend verstaut. Es ist Zeit für die Bügelrevolution in Ihrem Zuhause mit dem Hemden- und Blusenbügler von CleanMax. Das funktioniert bei Ihnen ganz genauso zu Hause mit dem Angebot des Tages. Übrigens, ich habe jetzt eine etwas dickere Qualität an. Funktioniert auch. Das ist so ein Custom-Material. Wenn Sie einen Baumwolle haben, ein Leinenmaterial, Sommermaterial, Wintermaterial, sogar Pullover werden in kürzester Zeit trocken und glatt. Wie? Mit dem Angebot des Tages. Richtig. Und hier habe ich hier meinen Lieblingspullover. Das ist so ein XXL-Pullover. Und auch das ist kein Problem. Da müssen Sie halt... Schlabberlook, richtig. Da müssen Sie halt den Pullover oben drüber ziehen, weil hier haben wir ja nichts zum Aufmachen. Ne? Der das ist heißt, jetzt nass, der Pullover. Natürlich, der ist nass. Den wollen wir ja trocken und gebügelt haben. So, jetzt gehe ich hier wieder mit der Hand in den Ärmel und fische mir hier das Gegenstück einfach raus. Schupp. Bis es unten rauskommt. Der anderen Seite also wer das erfunden hat zu dem Preis... Bei der CleanMax, hatte keine Lust zu bügeln. Also wer das bei CleanMax erfunden hat, der hat einen Orden verdient. So, hier ist der Ärmel, den hole ich mir wieder, zack, einfach hier durch. So, und das war es. Gucken, dass er gerade hängt. Einschalten. So, jetzt pustet sich der auf. Und dann gucke ich natürlich, wenn der sich aufpustet, dass hier alles schön hängt. Aber ne? Der ist wirklich pitschnass noch. Natürlich. Der ist nur geschleudert. Ne? Hier würde ich jetzt wieder, damit man hier, dass sich das schön rauszieht, die Gewichte anmachen. Die sind ja im Lieferumfang mit dabei. Das muss ich nicht machen, das kann ich je nach Geschmack machen. Genau, das merkt man sehr schnell, ob ich was beschweren muss oder nicht. So. Und guck mal, das ist jetzt hier. Jetzt habe ich hier so wenig Platz. Jetzt kommt der Reißverschluss. Aufmachen. Soll ich das bei mir auch mal machen? Ja. Das war jetzt eine XXL Schlabberlook-Version. Und Sie sehen, wir machen einfach... Aber der weitet sich jetzt nicht. Nein, der weitet sich nicht. Das ist ja kein richtiger Druck drauf. Wir arbeiten hier nicht mit Bar, sondern das ist wie so ein, genau, wie so ein warmer Luftstrom. Ganz, ganz schonend. Und Sie sehen, wie toll das hier und vor allen Dingen, wie schonend das hier getrocknet wird. Absolut genial. Wir gehen mal nochmal rüber. Wir haben noch einen unbestückten. Das geht ja gar nicht. Liebe Zuschauer, bitte, bitte Geduld in den Leitungen. Unser Bügler. Nie wieder Hemden bügeln, nie wieder Polohemden bügeln, nie wieder Shirts bügeln, nie wieder Oberteile bügeln. Die nehmen Sie nass aus der Waschmaschine, geben Sie drüber und jedes Hemd, jede Bluse sind 10 Minuten trocken und gebügelt. Jedes Hemd, jedes Oberteil ist in 10 Minuten getrocknet und gebügelt. Ich habe noch so viel, was ich Ihnen zeigen möchte. Das geht alles. Also wenn Sie hier Pailletten beispielsweise haben, ne, das können Sie auch einfach drüber ziehen. Oder hier so ein empfindlicher Stoff, den Sie normalerweise gar nicht bügeln oder gar nicht in den Trockner packen dürfen. Den können Sie einfach da drüber packen. Das ist alles gar kein Problem. Ich habe jetzt hier Ihr schwarzes Hemd. Daunenjacke haben wir eben live gemacht. Ne? Machen wir jetzt schwarzes Hemd? Die ist gar nicht mehr aufgeplustert. Da ist die Zeitschaltuhr schon ausgegangen. Einfach wieder drehen. Genau. Zack. Da kommt so. Denn jetzt warme Luft?
Sie geht das jetzt überall durch. Sie können das für kleine Sachen, für dicke Sachen, für dünne Sachen. Sie können jede Größe draufgeben. XS bis XXXL. Es geht schwarze, jede Größe. Schwarze Hemden bügeln sich gerne kaputt. Was mache ich bei kurzärmeligen Hemden? Ja, bei kurzärmeligen Hemden ziehe ich natürlich erstmal hier ganz normal den Ärmel da durch. Sieht aus wie so Lagenlook jetzt, ja? Ja, genau. Auch schick. So, wichtig ist bitte immer zumachen. Schön den Kragen richten. Ne? Da sollten Sie sich ruhig ordentlich Zeit lassen, dass Sie das richtig gut machen. Krage legen, also ich muss immer das zu trocknende und zu bügelnde Oberteil sollte immer geschlossen werden. Ja, entweder ist es schon geschlossen wie beim Pullover, da ziehe ich es einfach oben drüber. Oder wie beim Hemd, dann knöpfe ich es einfach. Also auch unsere Modeabteilung hier ganz schwer begeistert von dieser Technik. Nie wieder Hemden bügeln. Weil das Einzige, was hier Arbeit ist, ist die Puppe anziehen. Mehr Arbeit ist und nicht. Und jetzt siehst du es kurz. Und jetzt? Ja, genau. So, jetzt gebe ich Ihnen hier ein Gewicht. Es sind ja 5 von den Gewichten mit dabei. Weil wenn Sie das nämlich jetzt so lassen würden, das dann geht wird doch sich mit hier, Rainer Kallmund-Hemd. Ja, dann wird sich hier eine Falte reinziehen. Deswegen nehme ich mir hier einfach, denn es ist ja nicht heiß. Obwohl jetzt die Luft kommt, können Sie damit spielen. Sie können das anfassen. Das ist kein Problem. Dann gucke ich, dass es hier so gerade unter dem Hemd rauskommt, klipse hier einmal den Clips rein. Habe ich jetzt drüben auch gemacht. Genau, so. Dann ziehen sich hier keine falschen Falten rein. Oh, einen Knopf vergessen, siehst du? Ah ne, das ist der Ersatzknopf. Da bin man dann Gewicht dran. Dann mache ich auch wieder Gewicht dran, genau. Zack, 5 Stück sind dabei. Und dann geht, dann, guck mal hier, die Falten gehen sofort raus. Guck mal, sofort glatt und trocken. Schauen Sie sich das an. Selbst die Tasche. Sofort gehen die Knitterfalten, ich drehe es mal ein bisschen, zack. Sofort gehen die Knitterfältchen hier raus. Selbst die feinen Falten, wo man sich beim Bügeleisen immer ärgert, die ziehen sich auch sofort hier raus. Die Knopfleiste. Und gerade bei dunklen Stoffen. Keine Glanzstellen, das ist wichtig. Wenn Sie hier mit einer heißen Bügeleisensohle draufgehen, dann haben Sie Glanzstellen. Und Sie sehen, ich fasse das hier an. Sie verbrennen sich nicht. Das ist ein ganz, ganz warmer Luftstrom. Mal, das ist so eine Erlösung für so viele Menschen da draußen, genau, die wirklich immer Stress haben mit den Hemden, die zu bügeln, den Stress haben, Oberteile zu überlegen, ja, wann kann ich das in die Reinigung bringen, wann kann ich das bügeln, wann habe ich die Zeit. Mensch, das ist doch mal Luxus, der bezahlbar ist. Da haben Sie ja viel mehr Freizeit durch. Vor allen Dingen, wenn Sie mal schnell was brauchen. Ne? Ich meine, hier bei der Daunenjacke geht es weniger ums Bügeln als ums Trocknen. Das ist eine Viertelstunde trocken, auf schonendste Art und Weise, ob das die Joggingjacke ist, ob das der Hoodie ist, denn auch das geht, das ist überhaupt kein Problem. Ob das beispielsweise die Skijacke ist, Ralf, ne? Das spielt keine Rolle. Die Jacke ist jetzt richtig kuschelig warm. Ja, hier habe ich meinen absoluten Lieblingshoodie, ne? Den liebe ich heiß und innig, da sterbe ich drin, zu Hause in diesem Hoodie. Auch der ist auch schön. Das ist kein Problem. Aber der ist pitschnass. Feucht. 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 So, einmal Ärmel wieder durchziehen. Für Sportkleidung geht das auch? Natürlich, gerade für Sportkleidung. Die hat man ja gewaschen. Ich kann da alles draufgeben. Und die braucht man ja auch ganz schnell wieder. Wo ist mein Ärmel? Hier ist mein Ärmel. Soll ich helfen? So, zack. Sie sehen, auch das geht. Und ich weiß ja, gerade die Kiddies, ne, die wollen ja ihre Sachen. Und gucken Sie mal, warum ich den so liebe. Weil ich bin ja ein Mädchen. Ne? Und Mädchen stehen ja immer auf Bling Bling. Ne? So, anschalten. So, hier würde ich jetzt auch wieder, unten am Saum. Jetzt wird dieser Pullover. Das ist ein Hoodie. Ein Hoodie, Entschuldigung. Getrocknet und gebügelt in einem Arbeitsgang. Meine Damen und Herren, diese Sendung ist in wenigen Augenblicken vorbei. Es ist die Auftaktsendung von unserem Angebot des Tages, unserem Bügler von Cleanmax. Und den können Sie jetzt bestellen für 69,87. Wir gucken mal ganz schnell auf unseren Bestand. Wir haben jetzt bereits in der Auftaktsendung fast ein Drittel weg. Das wird morgen maximal noch einen Auftritt kriegen bei uns, dann war es das. Wenn Sie sagen, Sie möchten den Bügler haben, rufen Sie jetzt an unter der 0800 21, dreimal die 321 aus Deutschland und Österreich. Bestellen Sie den Bügler für diesen Preis unter 70 Euro. Wir gucken mal schnell einen Preisvergleich im Internet an, damit Ihnen nochmal klar wird, dass diese Geräte normalerweise viel teurer verkauft werden. Um die 500 Euro, um die 1000 Euro. Sehen Sie hier selber. Das ist jetzt nicht von uns irgendwie teuer rausgesucht. Das ist so. Hemdenbügler kosten das. Unsere Bügelpuppe, unser Bügler kann Hemden, T-Shirts, Hoodies, Pullover, Jacken, Tuniken, alles aus der Waschmaschine raus,
auf den Bügler drauf. Geeignet also für Hemden, Blusen, Shirts, Pullover. Trocknen und bügeln in einem Schritt. Fertig in circa 10 Minuten. Für nahezu alle Damen- und Herrengrößen geeignet. Also auch für die Teenager-Mode und auch für die etwas üppigere Mode. Das geht auch bei Ihnen. Sehr schonend zur Wäsche. Kleidung war teuer, also schonend sollten Sie sie behandeln. Und es ist ein selbstständiger Vorgang. Machen Sie in der Zeit einfach was anderes. Wir fassen noch einmal zusammen, denn unser Angebot des Tages ist ein absolutes Highlight für 69,87. Rufen Sie jetzt an. Die Bügelrevolution für Ihr Zuhause ist da. Der Hemden- und Blusenbügler von CleanMax. Bügeln ist lästig, anstrengend und Sie werden damit nie fertig. Sparen Sie sich Ihre kostbare Zeit für Wichtigeres. Der Hemden- und Blusenbügler ersetzt Bügeleisen, Bügelbrett und Trockner und ist geeignet für Hemden, Sweatshirts, Blusen, T-Shirts, Pullover, Poloshirts und sogar für hitzeempfindliche Oberteile. Natürlich passt er für fast alle Größen und ist dabei viel schonender zu Ihrer Kleidung als ein herkömmlicher Wäschetrockner oder ein versehentlich zu heiß eingestelltes Bügeleisen. Der CleanMax Hemden- und Blusenbügler hat immer die richtige Temperatur für Ihre Lieblingskleidungsstücke. Schneller, einfacher, besser. Sie müssen nie wieder Hemden oder Blusen bügeln. Und wenn Sie ihn gerade nicht brauchen, ist der Hemden- und Blusenbügler einfach und schnell abgebaut und platzsparend verstaut. Es ist Zeit für die Bügelrevolution in Ihrem Zuhause mit dem Hemden- und Blusenbügler von CleanMax. Ja, liebe Zuschauer, rufen Sie jetzt an. Eine echte Sensation. Sowas finden Sie natürlich im Handel noch nicht. Wir sind die Ersten, die das hier im Fernsehen präsentieren. Unseren Bügler als Premiere. Und nochmal, wie funktioniert das Ganze? Sie nehmen nasse Bügelware, Bügelwäsche, geben die ganz einfach hier drauf. Und hier nochmal ein Blick auf das Material, welches bügelt. Das ist ein Hightech-Material aus der Weltraumforschung natürlich. Wir haben hier Wärme leitend. Wir haben hier ganz kleine Löcherchen drin, damit die Wärme, die von unten aufsteigt, auch durch die Löcher durchgeht in das Gewebe rein und es glätten kann. Es ist hitzebeständig, es ist reißfest. Ein ganz, ganz tolles Material hier, das sich anpasst. Egal, ob Sie ein XS-Oberteil haben oder ein XXL-Oberteil oder ein XXXL-Oberteil, das spielt keine Rolle. Es passt tatsächlich alles an Oberteilen drauf. Vom T-Shirt über die Bluse, übers Herrenhemd natürlich, aber auch die Jacke, Strickjacke, geht alles. Das ist die meiste Arbeit, ja, die Puppe anziehen. Genau. Das werden Sie überstehen. Liebe Zuschauer, bitte Geduld in den Leitungen. Ist gerade ordentlich voll. 69,87, das Angebot des Tages. Sie können auch gerne ins Internet gehen und der Warteschleife ausweichen. Ich meine, die ist gebührenfrei. Unter www.channel21.de finden Sie unser Angebot des Tages direkt auf der Startseite. Fragen gerne nach den alternativen Zahlungsmöglichkeiten, Payback-Punkten. Und dieses Angebot des Tages können Sie auch aus Österreich bestellen. Und jedes Hemd wird hiermit getrocknet und gebügelt in einem Arbeitsgang. Aber auch jeder Pullover, jede Tunika, jedes elastanbehaftete Teil, alles aus der Waschmaschine raus. Guck dir mal den Größenunterschied an. Drüber funktioniert. Liebe Zuschauer, rufen Sie weiter bei uns an. Wir sind morgen wieder für Sie da. Hier geht es jetzt modisch weiter und viel Spaß weiterhin mit unserem Angebot des Tages. Danke, Nicole.